Yo, was geht, Bros? Hier ist Nix in the house, my man. Yo, wir haben jetzt hier gestartet und müssen jetzt dem Achilles hier folgen. Und ich quatsche schon die ganze Zeit und der erzählt uns irgendwas, aber Leute, ich habe auch keine Ahnung, was der sagt. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtet. Also ich halt mal meine Fresse! Nur dank dir. Nein. Das schaffen sie ganz allein. Boah, tschüss, Alter. Wie der mich umgerannt hat. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein. Okay, jetzt müssen wir die Töter benutzen und müssen Charles Lee bestimmt töten jetzt. Okay, das mit Charles Lee weiß ich nur durch einen Kumpel, dass wir den irgendwann mal auch töten werden. Philadelphia, 16. Juni 1775. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Ja, wir müssen zusammenhalten, wie eine ganz große Familie. Du warst mal wieder unser Retter. Ja, okay, Problem. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Ey, habt ihr das gesehen, wie das auf einmal da so plötzlich so schattenmäßig war? Was war das für ein Abfuck? Oh, wir haben Sequenz 8 schon beendet. Geilo Milo, das kotzt mich jetzt aber auch ein bisschen an. Das hätte ich in der letzten Folge eigentlich auch noch dazu machen können. Aber ja, die Folge war schon fast 29 Minuten und das wäre einfach zu lange gewesen. Ich glaube sowieso nicht, dass sich irgendjemand das bis zum Ende angeguckt hat. Und wenn doch, ein dickes, fettes... Nee, falsch angefangen. Ein dicker, fetter Daumen hoch. Und da ist schon wieder unser Freund Desmond mit dieser coolen Uhr. Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? New York. Und ich habe schon gehofft nach New York. New York wäre so toll jetzt. Jetzt hat er schon wieder diese dabbische Mütze da auf und dieses Bild. Die wackeln irgendwie immer so extrem, so als könnte der da vorne kein Auto fahren. Heftig, deftig, Alter. Geht ja mal gar nicht, ey. So, jetzt sind wir hier am A-Pod, im Airpod oder... Nee, in der Metro. Seht ihr, wir werden gesucht. Wir sind wanted. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch diese Mütze auf, damit uns niemand erkennt. Sonst müsste ich hier übelst die fette Schlägerei machen und darauf habe ich voll keinen Bock. Doch, eigentlich hätte ich schon Bock. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ah, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Jetzt werden wir hier übelst angerempelt. Also, hoffentlich werden wir jetzt nicht irgendwie entdeckt oder sowas. Seht ihr es, Bros? Seht ihr das, Bros? Hier? Das sind wir. Da haben wir noch ein bisschen dickeres Gesicht. Hier haben wir ja übelst magersüchtiges Gesicht mäßig, ne? Und da hier U-Bahn. Maul! Aufs Maul geben hier, ne? Weil er so besoffen ist. Okay. Wo muss ich lang? Estadio, okay. Sind ja jetzt in Brasilien, das heißt wahrscheinlich Ausgang. Dann gehe ich mal hier in Bilheteria Ticket Booth. Okay, jetzt sind wir hier schön in Brasilien. Werden auf der ganzen Welt gesucht. Das sind wahrscheinlich ein paar Fighter, so ein paar Boxer. So brasilianische Boxer. Oh, die heißen aber irgendwie alle. Ah, nee. Nee, die heißen alle gleich. Dumm. Alles klar, okay. Wir gehen jetzt mal. Oh, scheiße. Jetzt müssen wir da bei der Ticket da vorbei. Hörst du mich jetzt? Und dann werden wir auf jeden Fall festgenommen, bestimmt. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren. Aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Sir, posso entrar? Zum
kaufen haben wir keine Billett. Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Billett, por favor. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich die Wahl. Was werden wir machen? Werden wir eins klauen? Werden wir eins klauen oder was müssen wir machen? Irgendwie will das jetzt. Ja, ich will hier was klauen. Die haben alle wohl kein Ticket, deswegen kann ich den allen nichts klauen. Mach ich das mal hier. Hier. Hier jetzt einfach mal hier wegrennen. What the fuck? Was war denn jetzt schon wieder? Müssen wir das jetzt nochmal machen oder wie? Was ist jetzt? Non posso lasciare entrare senza un biglietto. What the fuck, ey, wie der will der auf die Fresse haben oder was hier? Ich schwöre, Alter, ich mach dich kaputt. Du musst da irgendwie rein, Desmond. Wie auch immer, mach es schnell, bitte. Non posso lasciare entrare senza un biglietto. Los, versteck dich! No! Wegrennen! Oh, das gibt's nicht! Ich glaube, ich werde hier jetzt noch 10 Millionen Stunden hier verbringen, um irgendwie da rauszukommen. Das gibt's doch gar nicht. What the fuck, ey? Das ist doch bestimmt so locker einfach. Bestimmt muss ich da irgendwie den auf die Fresse hauen oder einfach eine Faust in den Arsch stecken oder sowas. Keine Ahnung. Da ist eine Tür offen. Das heißt bestimmt, dass ich da lang laufen muss. Okay, gut, ich bin jetzt draußen. Da ist wieder ein schönes Plakat von mir. Aber ich... Keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Okay, wir müssen aufpassen. Okay, ich habe was sehr gut. Verstecken. Untertauchen. Tu was. Kleiner Schwanzlutscher, du, ey. Schnell, Desmond. Verstecken. Untertauchen. Tu was. Ich brauch gar nichts zu tun. Ich bin jetzt schon untergetaucht. Ich hab's schon geschafft. Die suchen mich. Ich laufe jetzt einfach mal hier auf die Toilette. Ey, wie die hier knutschen, Alter. So, jetzt kriegt ihr mal auf die Fresse. Im Ernst, was soll das mit den Stadien und den Pinkeln? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Seht ihr? Die wissen schon, dass wir da sind. Das ist überhaupt nicht fein und auch nicht cool. Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Wo müssen wir jetzt hin? Den Stall langlaufen, wir sind da locker Security. Was ist da draußen? Oh, ich kann da nicht lang. Okay, gut. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Mal schön langsam hier irgendwo. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier diesen Weg hier entlang. Und versuchen den Security-Leuten ein wenig aus dem Weg zu gehen. So, jetzt sind wir mal hier draußen. Hund. Oh, wie der plötzlich aufgestanden ist hier. So. Okay. Wir müssen jetzt nach da oben, schätze ich mal. Jetzt müssen wir schön weit nach oben klettern. Ach, da geht's lang. Wupp, wupp, wupp.
A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Wir dürfen nicht wissen, dass ich da bin. Deswegen schön leise sein. Oh, jetzt seht ihr, jetzt sind wir hier lang gelaufen. Die wissen trotzdem, dass wir da sind. Sie ist nur auf der anderen Seite des Stadions. Andere Seite? What the fuck? Jetzt müssen wir komplett hier außen rumlaufen. Bestimmt hin. Sind hier bestimmt auch so viele Security-Leute, wie da vorne einer ist. Den sehe ich schon richtig, der, wo so leuchtet. Ich muss aber jetzt aufpassen, damit der mich nicht irgendwie kriegt. Jetzt bleibe ich hier einfach hier in dieser Menge und warte, bis er sich umdreht. Oder obwohl, ich könnte hingehen, ihn umlegen. Aber nee, wir machen es lieber auf diese Art. Warten hier. Brasilianer, du hier. Und laufen jetzt weiter. Nein, 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 rein. Okay, gut. Was ist das für ein... Ach, das ist doch so Fighten, ne? Ach, okay, jetzt müssen wir hier mal schön hier rumlaufen. Die Energiequelle ist in einem der Räume da oben. Kann ich da mitfighten? Oh, ich hab schon Lust da jetzt irgendwie so... Da ist jetzt schon irgendwie so, ihr wisst schon Bescheid, so mit zu fighten, ne? Einfach jetzt da so runter jumpen. Die machen aber auch irgendwie gar nichts, die Lutscher. Verstehe ich nicht. Warum machen die nicht? Warum fighten die nicht? Aber wir sind schon da. Bestimmt hat es wieder niemand mitbekommen, dass wir jetzt gerade hier so schön außen rumgelaufen sind. Also beziehungsweise so schön da oben rumgelaufen sind. Ja, hier, ne, ihr Besoffenen. Putze. Okay, okay. What the fuck, was ist denn da passiert? Dem jetzt aber schön ordentlich hinterher rennen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der ist irgendwo, der ist nach da unten. Ich weiß es. Scheißegal, ich scheiß auf die ganzen. Ich muss ihn kriegen. Ist mir kackegal wie. Auch wenn ich... Ah, fuck. Abfuck. Ah, da hinten. Ey, ich hab doch gar nichts gemacht, ihr Arschlöcher. Ah, jetzt schießen die auch noch auf mich. Jetzt weiß ich schon immer, wie viel Leben ich habe. Vielleicht unendlich oder sowas. Nee, nicht. Ah, oh, jetzt geht's ja aber richtig zur Sache, ne? Jetzt sehe ich nichts. What the fuck? Was schießt der auf mich? Wie Signal verloren. Wie Signal verloren. Das gibt's doch nicht, ey. Bros, ihr habt es gesehen, ich hab schön gegen den gefightet, schön gegen den geballert, ne? Und dann auf einmal Signal verloren. Ich muss dem hinterher, ne? Es darf nicht passieren, dass er wegkommt. Okay. Dein Gegner sind widerfähiger als ein Mann, ein anderer. Man kann ihn unterschiedlich taktischen entkommen. Okay, jetzt muss ich hier aber alles, wirklich alles geben. Ich sehe wieder nichts. Ganz toll. Wo renne ich denn am besten hin? Ah! Wohin, wohin, wohin? Scheiße, die wissen, wo ich bin. Ich muss mich irgendwie versteckeln. Der lässt das Handy jetzt einfach mal fallen. Okay,
So, okay, gut. Jetzt haben wir nun... Nimm mal so viele. Jetzt haben wir nur noch den hier. Jetzt haben wir nur noch... diesen Schwanzlutscher hier. Jawohl, wir haben es jetzt geschafft. Ohne Probleme. Einfach so. Arschloch, jetzt gib mal hier. Ah, nein. Hä? Jetzt sind wir wieder hier, obwohl wir die da unten... Ah, wir waren schon so weit gelaufen eigentlich, ne? Aber das war dem Spiel anscheinend scheißegal. Wir sollten ihm da unten... What the fuck, nein! Jetzt sind da so viele. Ach, deswegen konnte ich auch nicht da lang. Aber wenigstens bin ich da. Jetzt ab in den Zug rein. Genau. Rein hier. Genau, sehr toll. Super duper. Brauchst gar nicht so dumm zu gaffen. Lies einfach weiter deine Zeitschrift. So. Und ab geht's nach Hause. Das haben wir super gemacht, ey. Wir sind richtige Pros. Also Profis meine ich jetzt. Nicht Bro. Also Bros sind Brothers. Und Pros sind Profis. Aber das muss ich euch coolen Typen ja nicht erklären. Das wisst ihr ja alle schon automatisch. Und ja, so ist das nämlich, ne? Und was ist jetzt? Jetzt gehen wir wieder zurück in... Zum Animus. Entscheide du. Okay, Bros! Der Nix war in dem Video und in der Haus bei euch, nach Hause, zu Hause. Jawohl, so ist es. Aber Bros, ich sag mal so, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hab jetzt nochmal ein kleines Ständchen gesungen für euch, nur für euch, Bros. Und ja, alles klar. Haut rein. Tschaußen!